Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu diesem sehr besonderen Video. Ich hätte es sowohl unter Tools wie unter den Hinweisen für die Ausgestaltung der digital gestützten Lehre als auch in der Reihe digitale Lehre aufnehmen können. Und für Letzteres habe ich mich jetzt aus guten Gründen entschieden. Es ist nämlich das beste Tool, das ich im letzten Jahr entdeckt habe, aber es ist zugleich eines, das die synchronen Formate in der digital gestützten Lehre qualitativ auf eine ganz neue Stufe hebt. Und da ich in digitaler Lehre auf das Wintersemester blicke, ist genau das der richtige Ort dafür. Entwickelt wird das Tool von einem Berliner Startup, das nichts weniger will, als die Konferenzschaltungen für größere Gruppen auf eine ganz neue Basis zu stellen. Die Idee ist, dass man sich in einem strukturierenden Raum nur in kleineren Gruppen unterhält, die Gruppen wechselt und so mit vielen Gesprächspartnerinnen interagiert. Sie nennen es YourTribe. Nach einem ersten erfolgreichen Test in letzter Woche zeichne ich dieses Video öffentlich auf, für die öffentliche Freischaltung auf, um deutlich zu machen, dass ich dieses Tool in seminaristischen Kontexten nutzen kann, will und werde. Wenn es gelingt, eine Nutzungserlaubnis an der TU Dresden zu bekommen, würde ich mich sehr freuen. Wenn nicht, werden Studierende wahrscheinlich eine Datenschutzerklärung zeichnen müssen. YourTribe werde ich als Tool für synchrone Kommunikation einsetzen, um Arbeit in Klein- und Kleinstgruppen zu koordinieren und so flexibel wie möglich zu gestalten. Damit ist YourTribe die ideale Ergänzung zu Matrix Elements und macht Lösungen wie Jitsi, BigBlueButton, GoToMeeting und Zoom mit ihren unflexiblen Gestaltungsmöglichkeiten für Breakout Rooms in seminaristischen Kontexten so starke Konkurrenz, dass man sich überlegen muss, ob man das Berliner Startup nicht massiv unterstützen sollte. Wenn eine Einbettung in Miro oder Matrix Elements noch dazu möglich ist, stellt sich diese Frage wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Eine Gruppe von Studierenden aus meinen Veranstaltungen hat sich bereit erklärt, das Tool jetzt gemeinsam mit mir für sie unter die Lupe zu nehmen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt gleich umschalten kann in den dafür eingerichteten Testraum. Und ich bin gespannt, wie Ihnen das ganze Tool zusagt. Also bis gleich, sage ich mal. So, einen schönen guten Morgen. Kannst du mich hören? Hallo. Ja, ich kann dich hören. Guten Morgen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur mal ganz schnell rüber zu Veronika, damit die auch mit dem Cursor mal rüber. Halt. Ah, jetzt. Guten Morgen, Veronika. Morgen. Also, der Hintergrund bei YourTribe ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, man bewegt sich mit seinem Cursor im Raum, um dann Kleinstgruppen für die Kommunikation zu etablieren und zu öffnen. Und damit hat man natürlich für seminaristische Kontexte ein ideales Tool. Ja? Also vielleicht ganz kurz. Es gibt folgende Option. Ihr seht links oben so einen Erweiterungspfeil, wo ihr die Konferenz öffnen könnt und dann habt ihr die normale Ansicht und hier könnt ihr auch Gegenstände, also Inhalte teilen. Das mache ich jetzt mal. Und zwar, ich würde euch mal die Startfolie ja, Moment. Und jetzt solltet ihr diese sehen, oder? Ja. Genau, und so kann man dann in den Gruppen auch selbst Inhalte präsentieren, ohne dass man damit Probleme hat. Ja? Also das heißt, man muss nichts installieren und kann dann hier die ganze Sache wieder beenden. Und wenn ich jetzt sagte, Gruppe 1 trifft sich mal bitte in Raum 1, ja, kann man die Gruppe verlassen. Ja. Oder dann auch einfach wieder mit dazukommen. Ja, also das heißt, damit sind faktisch Lösungen wie Jitsi, Breakout Rooms in Zoom, ja, mit einem Schlag hinfällig. Ich habe keine Ahnung, wie stark das skaliert. Also ich weiß nicht, ob wir 20 oder 50 Leute hier in einen Raum reinbekommen. Das kann ich nicht sagen. Aber schlussendlich
ist das eine gute Möglichkeit, glaube ich, um hier miteinander zu arbeiten. Ja, die Frage, wie das funktioniert, wenn man beispielsweise erst ein Seminar hat und dann eine Gruppenarbeitsphase, ob man das Seminar halt auch in dem Form, in dem Tool halten könnte, so an sich? Das weiß, Moment, muss ich mal ganz kurz weg. Das weiß ich nicht. Also meine, im Moment meine ideale Vorstellung wäre zu sagen, wir machen, wir arbeiten mit Matrix Elements, ja, und haben eine feste Chat-Umgebung und sobald wir in Gruppenumgebungen gehen, Gruppenarbeitsphasen, gehen wir da rein. Ich kann aber zumindest, das zeige ich euch gleich mal, es gibt die Option, einen Podcast zu starten als Host. Die Techniken kann man auch vergeben. Das heißt, es werden alle Gespräche für alle unterbrochen und dann kann man zentrale Ansagen machen. So wie jetzt. Ja, dann mache ich eine zentrale Angabe, sagt sie, also die Veronika geht mal bitte in den Raum 1, Robert geht bitte in den Raum 2. Und kann das dann beenden und kann dann zentrale Ansagen darüber machen. Ja, wahrscheinlich genauso gut wie das, also das, was ihr im Hintergrund seht, ist ein einstellbarer und skalierbarer Hintergrund, den man frei wählen kann. Das mache ich jetzt nur noch einmal zum Spaß für die Aufzeichnung. Ja, das wäre die Brücke der Enterprise E aus First Contact, wenn ihr den nicht gesehen habt, ihr müsst den sehen. Ja, okay. Und dass man dann auch nach ganz verschiedenen Bedarfen operieren kann. Genau, was also ganze Seminare. Weil das, ich glaube, das wäre ja dann das die nächste Schwachstelle, wenn man sozusagen jetzt erst Zoom hat, als irgendwie einer erzählt und hält ein Referat und andere hören zu und dann in diesen Raum wechseln müsste, wie viele dann mitkommen und das hinbekommen, in welchem Zeit. So, also das müsste man mal in einem Lasttest machen. Also das heißt, wenn man das, glaube ich, hinbekommt, dass hier 20 Leute zusammen hören können, ja, dann kann man das hier machen. Weil so, wenn man halt sich dann so in einem Kreis stellt und einfach das Seminar hält, funktioniert es ja auch. Also. Das wäre, ja genau, das wäre praktisch hier, könnte man das im Forum machen. Genau. Ach, wenn man ins Forum zieht, dann sind alle sozusagen, selbst wenn man nicht direkt nebeneinander Nein. Robert, da liegt ein JPEG dahinter. Es hat keine Grenzen oder sowas. Genau, also schlussendlich dient dieses JPEG, was dahinter liegt, nur denjenigen, die sich im Raum bewegen, als Orientierung. Also, dass man sagen kann, wenn ihr geht jetzt in Raum 1 und dann heißt, ihr wisst dann, wo Raum 1 ist und bewegt euch dann dorthin und fangt dort an, miteinander zu sprechen. Und wenn man sagt, alle kommen zusammen oder für den Vortrag treffen wir uns auf dem Forum, dann kommen alle dorthin und etablieren dann ihren Kreis. Ja. Und ob man da 20, 25 oder 30 zusammenbekommt, kann ich im Moment nicht sagen. Weiß ich nicht. Genau, und bräuchte man dafür Lizenzen, wäre jetzt auch noch so eine Frage, weil ich könnte mir vorstellen, das könnte man ja auch. Das Tool wäre ja sehr praktisch, um irgendwie Gruppenarbeiten halt und Lerngruppen oder sowas zu machen. Also im Moment ist das Ganze eine Beta-Version des Berliner Startup-Unternehmens. Bezüglich Lizenzen und offizieller Nutzung kann ich jetzt noch nichts sagen. Okay. Aus ganz verschiedenen Gründen. Aber es gibt zwei Optionen, das habe ich in dem Teaser jetzt schon zu dem Video angedeutet. Entweder wir bekommen eine Nutzungserlaubnis, eine offizielle für die Lehre und dann in einem eingeschlossenen, eingehegten Bereich. Oder alle Studierenden müssen eine Datenschutzerklärung unterschreiben. Hm. Also das Unternehmen sitzt selbst in Berlin, hat aber einen Datenaustausch bezüglich Fonts und Stylesheets und bezüglich an verschiedenen Schnittstellen zu Diensten in die Staaten. Jetzt können hier bestimmte Schriftarten gar nicht verwendet werden. Und die sind alle durch das Kippen des Privacy Shields nicht mehr abgedeckt, leider. Das ist das Problem. Hm. Und
Diese zwei Optionen bleiben, also Datenschutzvereinbarung oder experimentelle Nutzung, Zulassung, sowie Microsoft Teams in diesem Semester in verschiedenen Kontexten zugelassen worden ist. Aber von der Sache her ist es das, worauf wir gewartet haben. Ja? Also wenn man nochmal digital unterrichtet, im seminaristischen Kontext, ist das eigentlich genau das. Ja. Okay. Das ist halt, sieht halt auch ein bisschen aus wie so ein Schulflur oder so. Das ist eigentlich ganz schön. Also man kann immer noch für die Schule nutzen. Also noch genau. So einen Spind, da kann man dann Dateien ablegen. Also Dateien ablegen geht leider noch nicht. Das wäre jetzt natürlich noch super, wenn man sagt, okay, das eine ist die Bibliothek und ich habe euch in der Bibliothek eure Aufgaben hinterlegt. Die Hoffnung ist aber, wir gucken ja wirklich auf eine ganz frühe Fassung. Also die Hoffnung ist, dass man das irgendwann in ein Miro-Board integrieren kann oder und dann damit in einem Miro-Board direkt arbeitet. Das wäre natürlich super. Aber auch Miro ist, glaube ich, nicht abgesichert durch Datenschutzvereinbarungen. Ja, also insofern würde so eine, ach man, genau, würde so eine Mischung bleiben aus Testszenarien und Versuchen. Aber das wäre auf alle Fälle was ich gerne längerfristig im Auge behalten würde. Und wenn es gut läuft und gut skaliert mit bis zu 20 Leuten, dann kann ich mir gut vorstellen, das im Seminar einzusetzen. Ja. Schön, schön. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen? Zu dem Tool erstmal, ist eigentlich alles selbsterklärend. Ne? Das Einzige, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr, also dieser Raum ist ja mit Passwort jetzt offen. Wenn ihr das selber nutzen wollt, legt euch einen eigenen Raum an mit euren eigenen, damit ihr das meinetwegen auch im privaten Umfeld nutzt und ein bisschen rumprobiert. Ja? Ja. Okay, cool. Dann danke ich euch für den Test und mal schauen, wie weit die Reise geht mit dem Tool. Und vielleicht können wir es ja tatsächlich in der Lehre im Winter einsetzen. Ja? Okay, dann winke ich erstmal. Ciao. Ich geh mal raus. So, die Störungen in der Tonaufnahme bitte ich zu entschuldigen. Ich weiß nur nicht genau, an welcher Stelle es zu diesen totalen Aussetzern kam. Aber das ist auch gar nicht das Entscheidende. Wie man gesehen hat, gibt es eine zentrale Frage, nämlich inwieweit skaliert dieses System für seminaristische Größen? Das heißt, können wir 20, 30 Teilnehmerinnen in einen solchen Raum integrieren, wenn das funktioniert? Und dagegen scheint zumindest erstmal nichts zu sprechen. Dann haben wir hier eine sehr interessante Alternative für die synchronen Formate in der digitalen Lehre vor uns, denn wir könnten mit einem Schlag alle Videokonferenzschwierigkeiten, die wir hätten, nämlich die Vereinbarung, die Absprachen, das Miteinander Co-Präsente im virtuellen Raum auf eine tatsächlich in einen ganz neuen Kontext heben und hätten auch die Möglichkeit, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auch mal zurückzuziehen und nicht immer präsent zu sein in einer Frontalansicht mit 48 Ansichten ihrer co-präsenten Mitglieder im Raum, sodass man sich auch auf engere und kleinere Gesprächskontexte konzentrieren kann. Wie gesagt, ich verfolge das Tool in den nächsten Wochen genau, mache noch vielleicht den einen oder anderen Lasttest und werde dann nochmal entweder hier in der Reihe oder an anderer Stelle darüber berichten, wie stabil die ganze Umgebung funktioniert. Würde mich freuen, wenn Sie es selber ausprobieren. Legen Sie sich einen Testaccount bei utribe.com an und probieren Sie in Ihren Kontexten damit zu arbeiten. Ich würde sagen, uns steht hier eines der, deswegen auch etwas vollmundig der Hashtag Videokonferenz 2.0, ich würde sagen, uns steht hier eines der besten Tools des letzten Jahres zur Verfügung und an dem wir partizipieren dürfen. Und nutzen Sie das, geben Sie dem Unternehmen Feedback und versuchen Sie es für Ihre Arbeitsumgebung produktiv einzusetzen. Das würde mich sehr freuen. Und ich bin in diesem Sinne ganz herzlich Ihr und Euer Alexander Lasch.